Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Ja, ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Hardscope. Moinsen. Jo, weiter geht's hier. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal zur Sternkarte. Genau. Sternkarte. Dann ist das nächste die Mariana. Mariana, okay. Gut, okay, befreie den gefangenen Waffenhändler. Ah ja, genau. Das können wir zusammen machen. Hast du jetzt annehmen können, oder was? Ja. Du hast draufgeklickt, ich habe eine Anfrage bekommen. Das super, machen wir jetzt da auch zusammen. Bescheid. Ja, da steht auch Hardscope YouTube. Da unten. Achso, dein Ladedings ist das unten. Ah ja. Ja, meins ist fertig geladen. Bei dir dauert es eine halbe Stunde. Mein Ladebalken hängt. Jetzt. Ah, jetzt. Boah, Mann. Ich befreie den gefangenen Waffenhändler. Oh, deiner schaut ja auch geil aus. Warum hast du einen Rock an? Doch keinen Rock an. Ja doch, so einen Schottenrock. Lass meinen Schottenrock in Ruhe. Was ist denn du denn für ein... Achso, du hast den Stock genommen, nicht dieses Schwert? Aha. Nee, ich hab einen Stock als Nahkampf bekommen. Ja, hast du ja auswählen können. Ich hab nur einen Stock bekommen. So, okay, guck mal, das hat meine Farben hier, das... Level. Cool, stimmt. So. Krass. Okay. Warte mal, da kann man diesen Tram aktivieren. Jo, dann komm mal, ich fahr schon weg. Oh! Jetzt warst du oben stehen geblieben. Cool. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Okay. So. Okay. Wir müssen ja in der Energie schon zur Hälfte rum. Ja, darf man jetzt hier mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gleich ganz viele kommen werden. Okay, hier ist ein kaputtes Rohr und hier ist ein Tunnel. Lass links rumgehen. Oder... Oder trennen wir uns? Trennen wir uns einfach mal. Ich gehe mal hier unten lang. Okay, versuche aber alles noch ein bisschen auf Stealth. Okay. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Ich glaube, das ist ja... Hier geht's glaube ich gar nicht weiter, nur die Kisten. Oder? Doch, hier geht's weiter. Okay. Ich glaube, du hast den richtigen Weg. Warum? Weil bei dir dieses Icon ist. Wo wir hin müssen. Ja, genau. Ich darf wieder zurücklaufen, weil mir ist eine kaputte Treppe und ich komme wieder zurück. Ich bin jetzt bis zum Ende gelaufen. Jetzt machen wir alles auf. Du brauchst ja bloß noch drüber laufen. Um dir alles einzusammeln. Alter Schwede, na, was warten wir auf dich? Na, da. Nee, kann man nichts machen. Okay. Ich bin gleich da. Maus verrissen, ich hatte gerade eine Fliege am Arm. Zack, zack, zack. Hallo, na, bin dann. Da. Gut. Ich bin da. So. Das ist noch was zum Plündern. So, du läufst aber dran vorbei, okay. Ich konnte es nicht aufnehmen. Ne, da waren noch zwei Spinnen auf. Noch zu. Oh Gott, da ist einer. Zack. Da oben. Kriege ich den? Da oben sind zwei. Hä, wo denn? Da kannst du hin, die Ads sind sie weg. Wir müssen rechts, links, geradeaus. Keine Ahnung. Warte mal, der glaube ich, das ist so ein Spind. Ne, den kann man nicht aufmachen. Ich glaube, es läuft eh auf den gleichen Weg hinaus. Ich laufe jetzt mal hier unten rum. Bin entdeckt worden. Da sind noch Kisten. Da ist noch eine. Oh Gott, ich wurde auch entdeckt. Ich habe wieder einen an der Wand genagelt. Ich auch. Oh, hier geht's auch rein.
Ah ja, okay, gut. Bei mir, du kannst da einmal außen rumlaufen. Oh Gott, ich hätte das Tor nicht aufmachen dürfen. Warum? Da sind nämlich welche. Ja, ich brauche noch meine Ruhe. Alter, die Soundeffekte sind noch cool dazu. Hä? Ich wurde entdeckt, das war ich. Hallo, was schießt auf mich? Da. Aua, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ich komme mal noch mal Richtung zu dir gelaufen. Ja, ich komme noch mal zu dir rüber. Wow. Ich glaub, da kommt oh Gott, da sind ganz viele bei mir. Bei mir ist keiner. Doch, bei mir sind hier... Gut, habe ich. Toll, jetzt bin ich extra dir helfen gekommen. Bis du kommst. Wir müssen jetzt da... Ja, was zum Hängen. Alter. Oh Gott, ich komm. Okay. Okay, Kontrollpunkt, ah, zum Hacken. Ich schau mal nicht, dass nochmal irgendwo einer kommt. Ich hab mal gehackt. Okay. Wenn wir jetzt dahinter dann zu mir laufen. Oh Gott, da kommt noch einer. Ja, gut, also mein Blitz kann ich nicht einsetzen. Hier hinten bei mir, da müssen wir durchs Tor durch. Und müssen weiter. Was schießt denn da auf mich? Ach, da oben. Und dann kommst du wieder in die Schweine. Ah, halt, ich will mit dem Bogen. Stehen sie da oben rum und schießen auf uns. Oder auf mich. Auf mich auch, ich helfe dir. Der hat einen Headshot kassiert. Ach, da drüben sind sie. Sind da oben noch zu zweit. Zack. Und da ist noch einer. Zack. Warum sehe ich denn keinen? Das gibt's doch gar nicht. Da kommt noch einer. Da, genau vor dir. Der dürfte jetzt genau hinter dem Ding da sein. Ich sehe nur von Weitem diese Blutspritzer, wie du ihn zerklopst da hinten. Ne? Da bin ich blind oder was? Ah, da oben. Oder ne? Du schießt doch die ganze Zeit. Da steht er doch. Hier. Ach, den hab ich nicht gesehen. So. Okay. Gut, dann können wir Richtung Tür gehen, glaube ich. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Ja, so ein Spind. Was? Spind? Habe ich da einen übersehen? 200 Erfahrung. So, hinter der Tür da, da stehen direkt mal zwei oder drei Stück. Oder doch, da steht einer. Okay, Komfortpult, kann ich daran was machen? Nee. Okay, dann will ich auf die Arme achten. Nee. Ah, da drüben. Ich komme. Was ist denn hier noch? Ich bin da. Oh, der hat gerade Alarmknopf versucht zu machen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gedrückt hat oder ob ich früh genug da war. Ich glaube, er hat noch keinen Alarmknopf gedrückt. Ich hoffe zumindest. Oh, jetzt schalte ich mich wieder ein auf Steam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meins. Alter. Das ist mein Blitz. Das war ja jetzt okay, komisch. Gut. Eine links und eine rechts, glaube ich, oder? Ich glaube, du musst gleichzeitig drücken, oder? Ich habe gedrückt. Okay, gut. Okay, brauchen wir nicht. Dieser Arsenal ist schwer befestigt. Durchsuche das Arsenal und gehe vorsichtig vor. Mhm. Warte mal, da vorne steht einer. Oh. Ah, da unten bei mir steht auch noch einer. Ach, bin ich schlecht. Oh Gott. Geh vorsichtig vor. Entschuldigung. Ah. Ich hab mich natürlich gleich mit so einem Riese angelegt. Scheiße. Oh Gott, da schau mal, da unten kommen ganz viele. Mein Gott, ey, Leute. Warum schreien die mich jetzt an?
deswegen habe ich mich gerade in Steam offline gestellt. Halte hier mal von der Seilrutsche oben den Rücken frei. Ich bin ja nicht auf der Seilrutsche. Ach so. Aber ich. Gott, die kommen hier von überall. Naja, haben sie ja gesagt, das ist schwer bewacht und bla bla bla. Wir sollten ja deswegen eigentlich nicht uns mit denen anlegen. Ah, von wo? Okay. Ja, da unten. Ah, shit. Den hast du mir weggenommen. So. Bitte? Den hast du mir weggenommen. Ach Leute, 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 hört ein. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin ja. Mein Warframe läuft ja nicht über Steam, keine Ahnung warum. Und jetzt ist Steam natürlich nebenbei noch an und jetzt textet mich hier gerade irgendjemand voll. Hey, wir müssen da hoch. Der hört gar nicht mehr auf, ey. Oh Gott! Warte, ich kann mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat mich voll mit hier. Aua! Ich hab mal mehr mit meinen Blitzen kämpfen, wenn ich die schon hab. Bin ich umsonst hier, Mr. Wolf. Aber ich merke schon, diesen Blitz, den kann ich irgendwie nur begrenzt einsetzen. Doors are locked. Time to break in. Ich frage mich gerade, wie sieht denn das bei dir aus, wenn ich so in Zeitlupe springe? Weil ich tue hier die Zeit sozusagen anhalten. Ja, bei mir läuft jetzt ganz normal weiter. Ja, woher? Ja, warte, ich komm mal gesprungen. Wow! Ja. Ja, du gleitest so ganz langsam runter, das stimmt. Es hat gerade cool ausgeschaut. Ich spring hier gerade so und auf einmal fliegt das bei mir hier hinten an die Wand. Hab ich gut getroffen. Boah, leck mich da am Arsch. Hier unten liegt ganz viel zum Aufheben. Warte mal, hier hinten bei mir ist ja irgendwas. Hinter der Tür. Ich schau mal danach. Okay. Können wir jetzt mal wieder auf die Gegner? Ich hack hier hinten mal schnell das Sicherheitssystem. Jo, hier ist auch noch eins, warte. Oder kann man das irgendwie machen? Nee. Doch. Mach mit. Okay. So. Ah, oh Gott, jetzt musst du mehrfach hacken. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wir haben den Alarm ausgeschaltet. Okay, gut. Ich schau mal hier hinten. Bei mir geht's nicht mehr weiter. Hier sind nur Kisten zum Plündern. Oh, Alter, ich hab jetzt hier die Tür geöffnet. Die kam jetzt gerade nicht gut. Okay. X Aufzug aktivieren. Okay. So, okay. Bin mit drin. Hier sind wieder Spinde. Search these cells for Darbo. Ich hack mal hier üben gleich das Sicherheitssystem. Ja, ich mach das nächste gleich. Okay. Wir sollen ja hier jemanden befreien. Obacht! Nee, das ist unserer, das ist unserer. Achso, ich dachte, das ist ein Gegner. Was? X, gib ihm Sekundärwaffe. Okay, das soll meine Sekundärwaffe nehmen. Dann schieße ich nur noch mit der Primär. Da hat er aber auch eine. Okay, wir müssen hier vor. Oh Gott. Ich geh mal so mehr auf Nahkampf. Wir hätten noch hier oben rausgehen können. Also Lüftungsschacht. Lüftungsschacht? Ja, ist schon gut. Komm zu dir. Bin okay. Da. Oh, hier. Okay. Gut, jetzt brauchen wir einen Ausgang.
Kann der auch so springen? Ne, der kann natürlich nicht so springen. Moment, da muss außen rumlaufen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ach so, unser werter Herr Begleiter. Okay. Das ist eine rote Waffe. Ja, der hat meine Sekundärwaffe bekommen. Naja. Okay. So, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch mehr. Oh, was ist passiert? Was passiert? Du hast jetzt gerade gegen die Wand geschossen. Alter! Ach, der Onkel ist schon weiter, ich such dich! Ich weiß nicht, ich bin einfach gelaufen. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hab mit 1 irgendwas gemacht. Was hab ich denn meine? Ach, 1 ist doch deine, die erste Anfangsfähigkeit, was du gelernt hast. Für den Nahkampf. Ja, das ist das. Nee, ich hab 2 gedrückt. Was ist denn das? Okay, wir müssen da runter. Wo ist denn das? Alter, was findest du denn hier alles? Ich hab eine komische Feder gefunden. Mission erfolgreich! Mission erfolgreich! Wunderbar! Okay, ich bin mittlerweile Rang 5, meine Waffe ist Rang, also meine Premier ist Rang 6 und meine Sekundär ist Rang 5. Wo siehst du denn das? Cool, das siehst du da ganz oben, steht es doch. Am Anfang. Oh, jetzt Ladescreen. Glaub. Ich bin Rang 4 und meine Skala ist Rang 5 und meine... Ich glaube, jetzt will ich mal kurz schauen. Oh, jetzt haben wir da rechts auch was freigeschalten. Conclave. Ah, geil, Conclave, da kannst du so Online-Matches machen. Einer gegen alle, 4 versus 4, Teamvernichtung, also Team-Deathmatch. Und so Flaggen erobern, 4 gegen 4, ist auch cool. Ach so. Und dann hast du noch Neuigkeiten. 12D, V-Bomb Primes Assess ist jetzt verfügbar. Okay, keine Ahnung, was das ist, ja, aber es ist verfügbar. Premium-Memberschaft, denke ich mal. Okay, ich schaue jetzt mal. Ich habe jetzt nämlich 18.000. Aber wir können hier wieder wieder ein Segment installieren. Ich gehe da gleich runter. Ich habe jetzt 18.000 von diesen Geld da. Irgendwie ich schaue jetzt mal, ist es gerade verbuggt. Was ich dafür jetzt kriegen würde. Wenn du jetzt auch 18.000 hast, kannst du dir jetzt zum Beispiel diese MK1 kaufen, wo du am Anfang wolltest. Okay, ich kann jetzt mich. Ja, aber ich kann mich jetzt erstmal aufrüsten. Moment, Arsenal. Wo ich gerade irgendwie im Überlegen bin, ob ich mir die kaufe. Ja, gut. Okay. So, ja, da unten ist bei mir nochmal so ein Würfel, da kann man noch was machen. Ach, jetzt kann ich die Mods einsetzen. Ah. Hast du das Segment da unten schon installiert? Ja. Okay, gut, das mache ich jetzt auch mal. Was jetzt? Ah ja. Okay. Okay, Kontinuität bestätigt. Okay, jetzt kann man nochmal ins Arsenal gehen, da ist auch noch was Neues. Beschädigt. Okay, irgendwas mit Waffe hat er gesagt. Verbesserung. Ja, du kannst jetzt die Mods halt, ne? Kannst du jetzt einsetzen. Ah, cool. Diese Einkerbung gibt mir dann zum Beispiel plus 10% Schaden. Cool. Okay, was ist das hier? Ah ja, auch Einkerbung. Das ist jetzt aber dann. So. Okay, und Config C. Gibt jetzt mal alles ein.
Config A, Config B und Config C. Wird schon richtig sein. Cool. Use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Ich kann dann. Oh, cool. Also bei meiner Nahkampfwaffe kann ich einiges einfügen. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. Okay. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Achso, ich kann nur ein was einfügen. Da oben. Komm, wir machen da Nahkampf. Oben, die haben Punkte, die Karten. Die siehst du rechts oben in der Ecke. Ah ja, okay, da kann man nur ein was einfügen. Jetzt könnte ich noch eine Dings mit. Ah. Warte mal, ich kann jetzt das hier hin. Aha. Warte mal, tu das nochmal raus. Ich kann das. Was kann ich da machen? Du hast noch. Soll ich das erklären? Ach cool, ich habe für meinen Charakter auch noch was. Okay, ich habe hier Umlenkung. Schildkörper. Okay. So. Beschädigt plus 3 Fähigkeitsdauer. Ah, das ist ja also richtig, denke ich mal. Ach, hier hast du dann auch die Zeichen hier irgendwie. Aha. Okay, fügen wir das mal noch mit ein. Und was haben wir da noch? Was sind denn das für komische Zeichen? Ach, welche Zeichen? Kacke, du kannst ja auch noch diese Karten, die haben doch einzelne Zeichen. Ja, die wo oben stehen. Die wo oben rechts in der Ecke sind. Genau, und die kannst du doch irgendwie. Die kannst du danach sortieren. Matarei, Varazin. Was? Ja, aber die Zeichen sind doch auch hier. Ja, was kann man da jetzt noch machen? Aussehen, Fähigkeiten. Okay, die erlernt man dann anscheinend von alleine. Okay. Die kann ich jetzt nicht mehr rausziehen. Doch. Warte mal, ich muss das mal jetzt gucken. Plus 30% Gesundheit, meins. Ich gehe jetzt nochmal hoch und schaue nochmal in den Laden rein. Ich bin jetzt nochmal in Überlegen, ob ich mir wirklich diese MK1 kaufen soll. Gibt's denn da noch Premier? Ah, Onkel, ich habe was gefunden. Was? Wenn du, weil du vorhin gesagt hast, es wäre schön, wenn es mehrere Waffen für dieses Ingame-Geld geben würde. Mhm. Wenn du in den Laden reingehst, dann auf Waffen und dann gehst du ganz rund in die letzte Spalte und links, da steht dann Premier Blaupausen. Blaupausen ist dieses Ingame-Geld. Und da hast du dann nur Waffen, wo du mit diesem Ingame-Geld kaufen kannst. Und das sind schon ein paar. Aha. Das hat 6. Aha. Cool. Ausweiter. Kritischer Schaden 15%. Kritische Chance. Also ich glaube, ich kaufe mir jetzt wirklich nicht die MK1, sondern diese Bursten. Warte, von Kosti 5? Was? Okay. Schaut schon cool aus. Cool aus. Warte. Okay, gut. Ich kaufe mir die jetzt mal. Ja, ich kaufe mir die jetzt. Okay, cool. Ich habe mir die jetzt gekauft. Habe ich die jetzt auch schon in der Hand, oder? Aber nee, du musst doch Blaupausen kaufen, oder? Und da musst du dann die Blaupausen kaufst du und dann musst du verschiedene Sachen dafür noch. So war das damals mal. Also du kaufst dir die Waffe, oder musst du jetzt verschiedene Sachen für die Waffe dann sammeln, dass du die dann zusammenstellen kannst. Warte mal kurz. Ich schau mal. Markt. Ich kann mir nichts kaufen, das muss ich mal gucken. Inventar. Ah, das gibt's überall, die Blaupausen. Aha. Okay, cool, ich habe mir die jetzt gekauft, aber. Ja, die hast du jetzt noch nicht. Nahkampf-Blaupausen. Ich kann mir noch nichts kaufen, weil das fängt ab 15.000 an und leider. Okay, nee, ausgerüstet habe ich es ja noch nicht. Ausstattung, Inventar, irgendwo da hinten war das. Aha, okay. Kampfskins. Okay.
habe sie, aber weiß nicht, wie ich sie ausrüste. Ja, weil du wahrscheinlich noch die Sachen dazu haben musst, oder? Das weiß ich nicht. Onkel, wir sind bei 25 Minuten, sehe ich gerade. Das ist schön, ich habe keinen Timer, wie gesagt. Ich habe ehrlich Zeit gesagt nicht drauf geschaut. Ja. Ist ein bisschen längerer Part geworden. Macht ja nichts. Ja. Ist ja ganz cool. Okay, dann, ich denke mal, da wird bestimmt wieder irgendjemand bei dir unter den Kommentaren wieder Haufen Tipps und Tricks. Da möchte ich mich gleich mal voraus bedanken. Ich hoffe doch, dass wieder jemand Tipps gibt, wie bei Star Trek. Ja. So, ja, mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal bei Hardscope vorbei. Auf jeden Fall. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich seinen Link. Und seinen ihr findet einen Onkel bei mir. Und ja, da würde ich sagen, bis denn. Tschüss. Ciao.